Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Chef Life. Wir warten immer noch so ein bisschen auf unseren Stern. Wir haben neue Herausforderungen bekommen. Die Karte werden wir nicht ändern. Wir wollen einfach nur diesen Stern haben. Verwöhnprogramm, okay, gut. Mit Schlagsahne gefüllte Tomaten. Nö. Einfach nur nö. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Wir bestellen lieber mal ein paar Zutaten. Do you need something for the fridges? Oh ja, definitiv. Und zwar eine ganze Menge. Kann man hier nicht einfach gedrückt halten. Sondern muss jedes Mal einzeln drücken. So. Jetzt haben wir es. Ja, dann können wir jetzt chillen, bis das hier irgendwie erledigt ist. Ne? Dann stelle ich mein Mikro noch mal ein bisschen anders ein hier. Und dann hacken wir Petersilie. The delivery is here. Und dann würde ich sagen, warten wir, bis unsere Crew hier in der Küche angekommen ist. Ja, keine Ahnung, warum wir den Stern noch nicht bekommen haben, ehrlich gesagt. Eigentlich könnte es ja schon soweit sein, ne? So, wo ist meine Petersilie? Da versteckt sie sich. So, da sind wir schon fertig mit der Petersilie. Das war einfach. Selber vorbereiten werde ich natürlich nichts. Wer bin ich denn, dass ich hier Dinge selber vorbereite? So, bin gespannt, wann die anderen heute eintreffen. Ob sich Ippolit hier mal blicken lässt, um zu verkünden, dass wir doch den Stern haben oder sowas. Das würde ich schon begrüßen tatsächlich. Aber bisher trifft das alles noch nicht ein. So, noch scheint niemand da zu sein. 8777, ja, passt. Oh, das ist ganz schön scheußliches Wetter draußen, glaube ich, ne? Sieht so ein bisschen neblig aus. Hey, Kasim. Kannst du mir gleich mal ein bisschen Gurken zubereiten hier? Hey Chef. Heyo. What's up? Leave it to me. Hab ich vor. Great to see you, Chef. So, Jiro schreibt sich nochmal auf, was heute auf der Karte steht. Das ist das gleiche wie immer. Hauptsache Pizza mit Hackbällchen. Achso, hier in Duya habe ich mal rausgefunden, dass so eine Wurst, das, wie hieß es, eine Rohwurst. Ich glaube, die ist aber geräuchert in Wirklichkeit. Ne? Relativ weich ist die wohl. Also so, naja, ein bisschen wie Mettwurst, denke ich mal, wird das sein. Und das Wort leitet sich irgendwie aus dem Französischen ab.
War vor allen Dingen irgendwie in, oh, wie hieß denn der Ort? Keine Ahnung. Ich glaube Kalabrien irgendwo. Kalabrien? Hm. Ist da so eine Spezialität auf jeden Fall. Und ist wohl relativ scharf gewürzt tatsächlich. So, Jungs, liefert mal ab hier alles. Und dann können wir nämlich bald wieder den Zeitraffer nutzen. Yes, sir. So, Kasim ist hier gleich schon mit der ersten, ja, fast Hälfte fertig. No problem. So, da sagen wir ihm, dass er uns noch ein paar mehr machen soll. Dann läuft das auf jeden Fall schon mal. Wenn er die fertig hat, ist er durch. Dann kann er irgendwas anderes machen. Zack, 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 zack. Das geht richtig schön schnell. Wenn die halt hier wirklich gemäß ihrer Spezialisierung arbeiten können und das Spiel das auch anerkennt, dass die Spezialisierung hier greift und nicht Hackbällchen plötzlich nicht als Fleischgericht zählen oder irgendwelche Meeresfrüchtegerichte dann bei Kasim nicht die Spezialisierung triggern. Ich dachte, die hacken noch ein bisschen synchron. Das sah doch gut aus. So, Chiro ist hier gleich mit Nummer 3 fertig. Dann sagen wir ihm, dass er noch 3 mehr machen muss und dann kann er das auch in Ruhe zu Ende tun. Von Kasim brauchen wir noch 2. Very well, Chef. Ja, relativ gechillt auf jeden Fall alles. Na, Chef, ein paar Köche aus anderen Restaurants und ich haben einen kleinen Kochwettbewerb organisiert. Aber ich habe mich beim Datum vertan. Der Wettbewerb ist heute. Ist es in Ordnung, wenn ich gehe? Nee. So eine Motivation ist mir egal. Verstehe, Chef. Da muss ich meine Teilnahme wohl absagen. Ja, sieht so aus. Warum könntest du es nicht irgendwie auf eine Zeit außerhalb der Schicht legen? Sind irgendwie, wirken hier immer so ein bisschen unorganisiert, meine Küchencrew. Keine Ahnung, was das soll. So, Kasim darf dann direkt putzen gehen. Need help? Ja, könnte ich jetzt eigentlich schon vorspulen oder ich schau mal, wie dreckig es ist. Vielleicht schafft Kasim das nämlich auch alleine zu putzen und dann können wir schon den Zeitraffer anschmeißen. Ah, naja. Das wird, glaube ich, ein bisschen knapp für einen alleine. Obwohl Kasim natürlich noch richtig viel Zeit hat. So, 2 noch? Ja, 2 noch.
Na, ich würde echt gerne mit der Pizza mehr machen, ne? So ein bisschen mit Teig spielen. Dann mir vielleicht eine Soße kochen lassen, ein paar Zutaten reiben irgendwie. Pizza beschmieren, in den Kühlschrank schmeißen und dann einfach nachher während der Schicht in den guten Steinofen hier schmeißen. Ich finde es schade, dass wir den jetzt gar nicht... Achso, Holzofen mit einer Steinplatte. Dass wir den jetzt halt gar nicht benutzen. Das wäre schon witzig gewesen eigentlich. Aber ich verstehe auch wirklich nicht, warum mir die Jungs hier nicht die Soße machen können. Ne, die können mir zwar die ungebackenen Pizzen machen, aber das bringt mir halt gar nichts. Ojiro ist fertig, ja dann putzen. Wir räumen auf und dann benutzen wir den Zeitraffer. Weil ich die Pizza halt nirgendwo aufbewahren kann, ist halt das Problem. Finde ich auch wirklich schade. Tada! So, dann beginnen wir mal mit der Schicht. Ne, Kasim brauche ich. Ja, keine Ahnung. Wir machen es einfach mal so wieder. Wird schon hinhauen. So, Kasim macht uns hier von allem ein bisschen. Right away. Sure thing. Und Adele Chef. Kümmert sich um die Hackbällchen. Rezept angeheftet, welches denn? Was brauche ich Basilikum, ne? Brauche ich auf jeden Fall... 8-mal und die Jalapenos wahrscheinlich auch. Na was? Nee, hier wollte ich hin. Na komm schon. So, die ersten Gäste sind auf jeden Fall da. Ich glaube, die Bestellung ist noch nicht reingeflattert. Jetzt aber. So, dann schauen wir mal, ob wir Kasim irgendwie anders beschäftigen müssen. Eine Pizza? Nö, die Pizza macht er gerade. Dann kann er anschließend nur einfach noch eine Pizza machen, dafür ist nicht genug Platz, okay. Hier dauert es noch einen kleinen Moment. Ich könnte mir schon mal ein bisschen Petersilie rausnehmen. Dafür habe ich gerade noch so Platz. Ja, die Pizza ist gleich fertig, das ist kein Problem. Aber wir müssen uns erst um die Brote kümmern. Und da müssen wir vielleicht schon mal so eine Lasagne anrichten und wegstellen oder sowas. Oder ein paar Hackbällchen. Oh ja, fertig, sehr gut. To me.
So, einmal Pizza. Super easy, ne? Wenn der erste Tisch halt wirklich nur eine Person ist, dann hat man hier relativ wenig Stress tatsächlich. Tada! So, wir bereiten schon mal die Hackbällchen vor. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. Ja, ja, natürlich. Davon gehe ich mal aus. So, zweimal Lasagne ballern wir da drüben rauf, ne? Da haben wir hier ein bisschen mehr Platz auf diesem Tischchen. So, Cassie macht noch eine Pizza. Wir können schon einmal Hackbällchen vorbereiten. So, kam da gerade die Bestellung rein? Jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Ton gar nicht gehört. So, schauen wir mal, was die bestellt haben. Keine Hackbällchen, aber zweimal Lasagne. Okay. So, außerdem brauche ich hier einmal Fisch. Ein Gemüse-Carpaccio, das kann ich ja gleich mit rausnehmen. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Die Petersilie hätte ruhig drin bleiben können. Ja, ja, ich weiß. Ich übertreffe mich hier immer selbst, ne? Also wie gut ich hier koche. Keine Fehler beim Würzen und so. Ist schon fantastisch. Also wie sieht's hier aus, Kasim? Ganz gut, sagst du. Wir warten einfach, bis die zweiten Tintenfischringe fertig sind und dann können wir direkt zweimal Lasagne hintereinander machen. Und solange beschäftigen wir uns einfach noch irgendwie ein bisschen. Ja, da sind wir soweit. Oh, ich habe nicht Platz für zweimal Tintenfischringe. Das ist eher schlecht. Deswegen wollte ich eigentlich nicht so viel Petersilie mitnehmen. So, jetzt muss ich hier direkt nochmal hin. Kasim, hast du mir schon Fisch gemacht, sag mal? Okay. Nice plating, Chef. Makes you wanna eat it. So, ich muss gleich mal schauen, ob es sich schon lohnt, das Inventar hier zu sortieren. Ich befürchte nicht. Nee. Aber das Carpaccio, das stört mich gar nicht so sehr, ne? Es sind wirklich eher hier so die Dinge, die hier so rumfliegen.
So, dann machen wir noch die letzte Portion Hackbällchen, die wir hier machen können. Ja, du hast nichts zu tun. Okay, cool. Dann sagen wir Adele erstmal, dass sie hier ein bisschen den Tisch vollballern soll. No problem, Chef. Ungefähr so. Und dann gucken wir mal, was Kasim hier noch hinbasteln kann. Eine right zweite away. Pizza wäre im Moment ganz cool. Eine Lasagne say. Haben wir einfach noch. Order, Chef. Okay, einmal Fisch, ein Carpaccio. Fertiges Carpaccio habe ich gar nicht mehr, ne? Ja, schade. Aber ist nicht so schlimm. Platz machen. Und dann können wir die restlichen beiden Carpaccios schon mal anrichten, auf jeden Fall. Und haben jetzt wieder ein bisschen Platz im Inventar, dass wir auch das ganze Zeug dafür transportieren können. I need a challenge. Ja, kriegst du auch gleich. Hör mal mit der Ruhe, Junge. Das wird schon. Was lassen wir ihn denn noch machen? Wir haben noch genug Lasagne. Also wahrscheinlich eher keine Lasagne, aber Fisch kann er ja schon mal auf Vorrat irgendwie ein bisschen backen. Wie viel Platz haben wir da noch im Regal? Noch zwei. Ja, Kasim, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Zweimal Fisch hätte ich gerne. So, stelle ich die Pizza schon da drüben mit hin? Könnte ich eigentlich, ne? Da habe ich hier auch ein bisschen Platz im Inventar auf jeden Fall. So, wollen die zufällig gleich eine Pizza haben? Das wäre super, wenn die eine Pizza haben wollen würden. Die wollen eine Pizza, wunderbar. Und einmal Hackbällchen habe ich gesehen. Bin ich jedenfalls der felsenfesten Überzeugung. So, das packe ich wieder ein. Und dann stelle ich hier einfach zur Lasagne noch einmal Pizza. Ja, die war jetzt schon mal ein bisschen kühl, aber das schadet der Pizza gar nichts. So, ein bisschen Platz habe ich hier auf jeden Fall. Hier dürfte auch nicht zu viel rumstehen. Kasim, du kannst mir direkt noch eine Pizza machen. Ja, Lasagne-Zeit ist wahrscheinlich noch nicht. Right away. 3, 5, 6. Ne, das ist einmal zu viel, ne? Das haut dann nicht hin, befürchte ich. So, das muss wieder weg. Da habe ich 5 Dinge da rumzustehen und kann dann noch Notfall Lasagne machen lassen.
Wer diniert denn hier heute? Aha, okay. Zu zweit auch die beiden. Ja. Zu tun habe ich wirklich nicht viel. Petersilie auch nicht mehr. Ich muss ja auch noch nicht für einen Nachschub sorgen irgendwo. Das passt alles. Meine Köche langweilen sich gleich. Ja, was darf es denn sein für die beiden? Ja, guck da hinten auch vollkommen so traurig einfach aus dem Fenster. Well done, Chef. That looks great. So, hier vorne die Hackbällchen einmal. Ne, stimmt nicht. Aber ich würde hier nicht mehr hinstellen, ne, weil hier kann ich dann auf jeden Fall Hackbällchen hinpfeffern bei Gelegenheit. Ach, eine Sache könnte ich noch hinstellen. Hier hinten habe ich dann drei Brote übrig. Ja, ich könnte noch eine Pizza hinstellen oder sowas. Aha, okay. Dann werde ich mal direkt ein bisschen Brot hier reinballern. Das könnte nämlich echt notwendig werden, so langsam. Und dann habe ich doch nicht genug Platz hier, befürchte ich. Aber schauen mal. Wird schon irgendwie gehen. So gehört das natürlich. Kasim kann mir dann gleich noch ein bisschen Fisch machen. Was passiert hier gerade? Okay. Ja, und dann schauen wir mal, wie es unserem Brot geht. That looks delicious, Chef. Ja, na, stimmt wohl. So, neue Gäste sind da. Wie sehen die aus? Vertrauen erweckend, vierer Tisch. So, wie sieht's aus hier? No, so hinteres Drittel nenne ich's mal. Das heißt, wir warten ja noch ein bisschen geduldig ab. Steche mir gleich nochmal das Messer rein. Oh, da sind wir auch schon gut in der Zone, okay. I'm available if you need me, Chef. So, hier vorne kann ich noch ein Brot hinschmeißen. Keine Ahnung, ob das so wirklich nützlich ist. Okay. Da habe ich gleich noch eine Aufgabe für jemanden.
Oder zwei Aufgaben. Was war das vierte Gericht? War das ein Fisch oder sowas? Eine Pizza, okay. Eine Pizza kann ich natürlich sofort ausliefern lassen. Kasim, du darfst mir nämlich heute zur Feier des Tages hier nochmal sowas machen. That looks delicious, Chef. Und Adiel, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir dann. Ich hätte die Pizza natürlich gleich mitnehmen können. Okay, heute ist wirklich mal das ganze geplante Gemüse-Carpaccio alle geworden einfach. Aber nur 4 Pizzen verkauft dafür. Im Moment. Kann ja noch werden. Und 3er-Tisch. Okay. Ich weiß nicht, ob das Carpaccio hier wirklich noch verkauft wird oder nicht. Vielleicht wollen die auch alle Fleischbällchen. Vorbereitet bin ich auf jeden Fall. Fisch auch noch genug in der Pfanne. Gurken-Tatar noch im Kühlschrank. Auf jeden Fall sind hier alle hochzufrieden. So, die bestellen schon? Okay. I'm raring to go, Chef. Get me working on something. Für die gehackte Petersilie braucht er echt lange im Vergleich zu der Geschwindigkeit, mit der er das Gemüse Carpaccio gemacht hat. Ja, und? 2x Lasagne, 1x Pizza. Ja, okay, und dann sind wir durch für heute. Habe ich zufällig alles hier rumzustehen. Auf demselben Warmhalter. Oh, jetzt bekommen die echt alle mal ihr Essen gleichzeitig. Wenn er alles transportieren kann auf einmal. Oh, er kann. Das ist ja mega. Hatten wir es? Ich glaube, das hatten wir noch nie, ne? Eat straight to bed after a service like that one. Ich habe den Michelin-Star bekommen. Stern, ihr wisst schon. Sie haben es wirklich weit gebracht, Chef, sich einen Michelin-Stern zu verdienen. Das ist der Traum eines jeden Kochs. Mit Ihrem Stern werden Sie von überall Gäste anlocken. Das ist eine riesige Chance für Sie. Wenn man seinen Michelin-Stern behalten möchte, darf man allerdings nie nachlassen. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, aber Sie schaffen das schon, Chef. Cool. Redebedarf? Wer hat denn hier noch Redebedarf? Okay, das schauen wir uns gleich noch an. Ah, ich weiß nicht, ob wir das noch machen sollten. So, da ist nämlich unser Stern. Aber das hier fehlt noch. Und ich weiß nicht genau, wie wir das bekommen. Also vielleicht müssen wir echt noch mal eine Folge machen irgendwie. Weil bei Hippolyte, das fehlt halt noch. Also schauen wir, was Kasim sagt. Ich kann es immer noch nicht glauben, eine so prestigeträchtige Auszeichnung zu bekommen. Das ist super für das Restaurant. Ohne die ganze Unterstützung hätten wir das niemals geschafft. Hey, denkst du dasselbe wie ich? Ja, wie jeder, was?
Ja, wir sollten all die Leute einladen und gemeinsam mit ihnen feiern. Ich stelle eine Liste zusammen mit allem, was wir brauchen. Sag mir Bescheid, wann wir das Ganze veranstalten wollen. Was? Echt? Das machen wir noch, glaube ich, ne? So mega Abschlussparty, das passt doch richtig gut. Oh. Herr Kasim hat vorgeschlagen, zur Feier deiner Auszeichnung eine besondere Schicht mit deinen Freunden zu veranstalten. Schließe die Anfragen deiner Teammitglieder ab, um ihre Spezialgerichte freizuschalten und erstelle eine Karte mit Adels Spezialgericht, Jirus Spezialgericht und Kasims Spezialgericht. Das ist ja geil. Besonders, weil ich denke, dass wir noch nichts davon kochen können. Aber das wollen wir auf jeden Fall noch machen, oder? Wo finden wir denn das? Ich meine, gelernt habe ich die schon, oder nicht? Okay, das ist ein Gemüsemilfö, ein Lammkotelett und Thunfischsteak. Hier Lammkoteletts mit Honig. Nicht genug Übung. Okay, dann, ja, da müssen wir halt noch zwei Folgen machen auf jeden Fall. Aber okay, da haben wir mal was zu tun. Was ist denn das andere? Thunfischsteak? Ne, das hier nicht, ne? Oder doch das? Aber das ist ja nur Bistronomie-Küche. Ne, ne, das kann nicht sein. Das muss alles irgendwie Feinschmecker-Küche sein. Ach hier, mediterraner Thunfisch. Ja, das können wir auch noch nicht. Okay, perfekt. Da haben wir noch irgend so ein Gemüse. Wo ist denn das? Ja, mit Kartoffeln. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwas Grünem. Vielleicht sollte ich eher nach Feinschmeckerküche Ausschau halten. Gefüllte Zucchini mit Käse, glaube ich nicht. Aber hier das Schichtgemüse ist es nicht, oder? Doch, das Schichtgemüse ist es. Zitronenkonfit. Oh, okay, also das müssen wir morgen alles einmal Probe kochen. Und übermorgen können wir dann unseren Spaß mit Freunden haben. Und dann haben wir hoffentlich auch die Anfrage von Chef Hippolyt erfüllt und bekommen dann auch sein Abzeichen irgendwie. Das wäre schon cool, oder? Oh, mehr passt nicht drauf. Okay, dann einpacken. Die Pfanne halt irgendwie hier weg. Ja, cool. Dann machen wir echt damit noch mal eine Schicht. Laden alle unsere Freunde ein. Morgen gibt es dann nochmal so eine Schicht wie heute, ne? Nur mit ganz viel Probekochen. Und das sind wirklich keine einfachen Gerichte und vor allen Dingen keine Gerichte, die man geil vorbereiten kann. Hatte ich festgestellt, da muss ich echt mal gucken, wie ich das tue. Also da müssen wir dann, glaube ich, sehr gut planen.
Da bin ich gespannt. Da muss ich dann echt in der Vorbereitung ganz genau gucken, ne, was können wir vorbereiten, was können wir nicht vorbereiten. Wen nehme ich da in die Küche? Ich kann nicht alle drei in die Küche nehmen. Welches Gericht geht vielleicht am schnellsten einfach? Mal schauen. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Wir haben den Stern. Mega cool. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn sich dieses wunderbare Let's Play hier seinem Ende zuneigt. Macht's gut und bis dann. Ciao.